Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr mich bei dem Weg durch diese wunderschöne Welt begleitet. Sicherheit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Wir sind beim letzten Mal gestorben und müssen jetzt unsere Seelen wiederholen. Erster. Ich empfehle, nehmen Sie 15 Kilo ab in nicht mal eine Viertelstunde. Die neue Amputationsdiät. Warum heilst du dich denn nicht? Schönen Tag, Warren. Dir auch einen schönen Tag, Computerstimme. Das Gute ist, mit jedem getöteten Gegner wird auch die Zeit angehoben, in der man seinen Schrott wieder sammeln kann. Ja, ich mag die Stelle nicht.
Pass auf dich auf. Das mache ich. Bin bis jetzt auch nur an dieser grünen Säure gestorben. Wie immer bei meinen Let's Plays. Wird kein 100% Let's Play. Aber ich werde natürlich probieren, alles mitzunehmen, was geht. Ja, und das alles für eine Waffe, die da unten liegt. Da können wir ruhig mal die Waffe noch ein bisschen aufwerten. So, jetzt aber ein Metall einlösen. Was? Verdammt, er ist schon da. Willkommen, Greenhorn.
Wie geht's? Wie steht's? Ich muss nur noch ein paar Sachen organisieren, bis ich dich reinlasse. Hier ist alles gut. Keine Gehirnwäsche, keine Gewalt, keine Folter. Mit Sicherheit keine Folter. Naja. Gib mir nur eine Sekunde. Aber mach dich erstmal aus dem Staub, ja? Das ist eins der DLCs. So, wir hatten hier die andere Variante von der Waffe gefunden. Macht ein bisschen mehr Schaden, weniger Energiegewinn, aber bessere Skalierung. Dies ist keine genehmigte Pause. So, neuer Implantatplatz. Ja, weniger Energieverbrauch, auch nicht schlecht. Und ich habe gerade gesehen, das Implantat nehmen wir wieder raus. Weil ja, das muss aktiviert werden. Und naja. Ich benutze lieber passive Sachen. So, können wir hier noch was aufwerten? Nö. Komm jederzeit wieder. Also ich habe jetzt auch eine Injektion, die über Energie ihr Leben zurückgibt. Was ganz cool ist. Als wir den Strom eingeschaltet haben, haben wir ja schon gehört, die Sicherheit ist wieder aktiviert. Und da kann man es theoretisch auch schon sehen, was damit gemeint war. Reboot eingeleitet. System-Checking initialisiert. Fehler. Überbrückung erfolgreich. Aktiviere Primärwaffe offline. Sekundäre Systeme funktionsfähig. Für nicht mehr praktische Optionen. Erste Gefahr lokalisiert.
ist lange her, dass ich den das letzte Mal bekämpft habe. Schönen Tag, Warren. Nope, ist noch hier lang. Warten auf den Aufzug. Also man muss auch nicht den Körperteil anvisieren. Später, wenn man halt Materialien fahren will, macht es Sinn, die dementsprechenden Körperteile zu visieren. Wartet für ihn. Yippie! Haben wir auch eine Waffe von ihm gekriegt? Ja, prinzipiell nicht schlecht. So, haben wir hier hinten noch was?
der Seite waren wir ja schon mal. Ein Message auf jeden Fall. Aufgrund der jüngsten Ereignisse und der anhaltenden Bedrohung für die Sicherheit hier bei Creo bitten wir alle Mitarbeiter, wachsam zu bleiben. Bitte, wenn ihr verdächtige Aktivitäten beobachtet oder etwas gehört habt, dann meldet euch bei eurem Vorgesetzten. Schützt euch selbst, euren Job, eure Familie. Terrorismus ist unser aller Problem. Was soll ich alles melden? Hier gibt's so viel. Na gut, auch in den nächsten Bereich. Nächste Station, Fertigungskomplex B, Personalankunft. Ich hatte gerade ein leibhaftiges Meeting mit Jonah Gutenberg, Gründer von Creo. Das war eine Wahnsinnserfahrung. Ich meine... Ihr wisst ja, dass Creo kein x-beliebiges Unternehmen ist. Unser Gründer Jonah Gutenberg hat eine Vision. Die Vision einer besseren Welt. Ich muss es euch nicht sagen, wir sehen doch wirklich alle, was hier passiert. Und so haben wir uns das bestimmt nicht vorgestellt. Jonah sah, wie die Welt vor seinen Augen zerfiel. Es waren nicht nur die sozialen und wirtschaftlichen Probleme, die Schere zwischen Arm und Reich. Nein, es war größer. Zunehmende Missernten, steigende Meeresspiegel, Dürren... Fluten, Stürme, unsere Welt lag im Sterben. Projekt Resolve war nicht als Heftpflaster gedacht, sondern als Heilung. Mit jedem Start wird die Integrität unserer Atmosphäre gestärkt. Mit jeder Raketenladung wird die Welt für künftige Generationen verbessert. Jonah nutzte seinen erheblichen Einfluss, um die Reichen und Mächtigen der Welt zusammenzubringen und das Kyoto-Abkommen zu unterzeichnen. Nicht länger konnte der Umweltwandel ignoriert werden. Viele hielten es bereits für zu spät. Doch Jonah hatte eine Idee. Und durch die riesigen Ressourcen seines Unternehmens schuf er den Prototyp, der schließlich bekannt wurde als Projekt Resolve. Und darum seid ihr hier. Um etwas zu bewirken. Darum ist Creo hier. Darum sind wir alle hier. Ein Traum wird Wirklichkeit. Nicht nur für uns, sondern für unsere Kinder. Und für unsere Kindeskinder. Ah ja, ich denke nicht. Also wenn das der Traum ist, würde ich gerne wieder aufwachen. Drohnenregistrierung. Na du? Netzwerkfehler. Umleitung. Manuelle Verbindung hergestellt. Willkommen im Fertigungskomplex B. Arbeiternummer, Datenbankfehler. Ich führe Sie gern herum. Wie kann ich behilflich sein? Ich führe Sie gern herum. Herum. Großartig. Dann, wo ist die Servicestation? Keine Informationen verfügbar. Hast wohl irgendwo eine Schraube locker, hä? Danke für Ihre Anteilnahme. Fehler. Keine lockeren Schrauben gefunden. Richtig. Also, wo sind alle? Verbindung zu CreoNet fehlgeschlagen. Keine Daten verfügbar. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Lassen Sie mich Ihnen den Weg zeigen. Nutzungsbedingungen und Lizenzvereinbarungen. Benötigen Sie meine Dienste. Bereitgestellt von Creo. Ich helfe gern. Ich helfe gern. Ich helfe gern. Bitte bleiben Sie am Apparat. Jetzt können wir die Drohne auch nutzen im Kampf.
Willkommen. Diese Einheit wird derzeit mit Notstrom versorgt. Dienstleistungen sind eingeschränkt. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten. Dankeschön. So, mit 35 gibt es auch den nächsten Platz. Gucken wir mal, was hier los ist. Schönen Tag, Warren. Diese Einheit ist nicht voll funktionsfähig. Das haben wir schon festgestellt. Diese Einheit ist nicht voll funktionsfähig. Schön überrascht worden. Ja, mit dem Kopf. Energiesystem aktiviert. Sektor wird initialisiert. Reno-Kopfmodul. Sektor online. Da drüben haben wir Sicherheitskräfte, mit denen wollen wir uns noch nicht anlegen. Wolfgang-Legierung, Stufe 2. Sehr schön. So, da ist einer mit speziellen Waffen, die über den Download-Content kommen. Aber der starb zu schnell. Ja, später. Machen wir auf jeden Fall. Aber noch nicht jetzt. Da braucht man eine Kernleistung von 75. Ja, wir machen die gleich auf. Failsafe-Protokoll aktiv. Log bei 96 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden. Automatischer systemweiter Reboot eingeleitet. Datenverlustanalyse. Großteil der Cryo-Systeme beschädigt. 27% der Datenspeicher- und Verarbeitungseinheiten
melden vollständigen Datenverlust mit geringer Chance auf Wiederherstellung. Jibbi, vom Netzwerk klingt super. Unabhängige Energieversorgung bleibt funktionsfähig. Wiederherstellungsprotokolle aktiviert. Beschädigte Datensektoren unternehmen temporären Reparaturversuch mit Hilfe analoger Systeme. Kollateralschaden an der Belegschaft als extrem eingestuft. Allgemeine Arbeitseffizienz bleibt stark beeinträchtigt. Alle aktiven personalbezogenen Systeme melden signifikante neuronale Abweichungen und physischen Verfall. Unbeschädigte Implantate und Exorigs sollten zur Aufarbeitung und Neuverteilung an funktionstüchtige menschliche Ressourcen gesammelt werden. Menschliche Ressourcen, wie nett. Master Flott, hier drüben. Na komm, ein Exorig braucht einen kleinen Schub. Hör mal, du kannst mich doch nicht im Stich lassen, ne? Verdammt, ich das gibet nicht. Danke. Hab hier so lange gehockt, da ist mir das Sitzfleisch eingeschlafen. Weiß nicht, wie oft ich schon den toten Jupp gespielt hab, das sag ich dir. Hab mir ein paar Mal fast in eine Buchse gestrollt. Ich heiß Hobbs, Dean Hobbs. Aber keiner tut mich Dean nennen, dass du das weißt, ne? Hobbs ist schon genug. Was treibst du hier unten? Tja, das ist wieder typisch ich, siehst du? Ich bin nämlich Wartung. Hätte den Scheiß dem Werkschutz überlassen sollen. Aber nee, ich denk, hey Hobbs, lass mal gucken, was hier nicht ganz richtig ist. Da denkst du, ich muss bekloppt sein. Wollt mal einen Blick auf die Failsafe-Konsolen schmeißen, gucken, was die so aufgezeichnet haben. Wurde von meinen Kumpels getrennt, aber ich dachte mir, Hobbs, gib jetzt nicht auf, du kannst das schaffen. Und dann ist mein Exo abgewürcht. Oh, er redet so viel. Wie sieht dein Plan aus? Werd meinen Arsch hier rausbewegen, sonst komme ich noch in Teufels Küche. Denk mal, ich gehe zur Servicestation. Sollte ja sicher sein da oben, nicht? Schätze, du hast keinen Schimmer, was hier läuft, hä? Scheiße, nee, ich weiß von nix. Dacht mir, wäre der Denkkolben in der Kotelettenschmiede gekommen und dann ist er durchgebrannt. Ich wache auf, die Rübe dröhnt wie 23:30 am Kirchturm und um mich rum sind alle bekloppt. Was ich gesehen habe seitdem, das glaubt mir auch kein Mensch. Die Failsafe-Konsolen, was hat es damit auf sich? Creo hat einige von denen in eine Fabrik aufgestellt, um so eine Probleme zu finden und aufzuzeichnen. Bei all dem Kappes, der hier abgeht, ist da sicher eine Menge verrücktes Zeug drauf. Kannst du dir ja anschauen, wenn du willst, aber meine wilden Tage sind gezählt. Ich hab genug. Bis dann, Hobbs. Pass auf dich auf, Kumpel. Kipp mich nicht aus der Latschen. Wie lang ist es her? Minuten? Stunden? Tag? Bitte! Bitte! Ist da wer? Kann mich irgendwer hören? Na, lass mal raus. Shit. Danke, Mann. Dachte, ich würde hier nie mehr rauskommen. Komm schon. Sag was. Bist du okay da oben? Danke. Ernsthaft. Dachte, ich müsste hier drin verhungern. Kein Plan, wie lange ich noch durchgehalten hätte. Also, lass hören. Was ist deine Geschichte? Ich bin Davy, Mann. Arbeite am Fließband für die Raketen. Bin hier reingerannt, als die ersten Freaks aufgetaucht sind. Hab stundenlang nicht gemerkt, dass die Tür kaputt war und ich feststecke. Weiß nicht mal, wie lange ich hier drin war. Irgendeine Ahnung, was hier los ist? Meinst du den ganzen Scheiß hier? Keine Ahnung, Mann. Nicht meine Gehaltsstufe. Irgendwas hat das System zerlegt, so viel ist sicher. Hat mir den verdammten Neurolink gegrillt. War wie ein Trip in den Kopf von einem anderen. Erinnerungen, Gedanken, aber nicht meine eigenen. Hier läuft irgendein kranker Scheiß. Mehr weiß ich nicht. Also, was hast du jetzt vor? Kein Plan, Mann. Ich bleib nicht hier draußen, kannst du einen drauf lassen. Geh vielleicht zur Servicestation, sollte ja sicher sein, richtig? Bis dann. Hau rein. Bei Vinny's redet er nicht. Ununterbrochen. So, dann hatten wir hier noch einen Lift. Da gehen wir auch noch hoch. Die Viecher, die hier oben sind, sind nicht ohne.
One hit. So, können wir denn schon die Waffe aufwerten? Ja, können wir. Wir brauchen nur 2600 Altmetall. Und da haben wir ein bisschen was. Und den Rest können wir auch gleich speichern. So. Erhöht die maximale Lebensenergie. Abhängig von der Kernleistung. Jo, nehmen wir doch mal mit. Hallo. Ne, willst du nicht reden? Ja gut, dann holen wir erstmal das Altmetall zurück, wo es dann weg ist. Und vielleicht kriegen wir auch gleich die Waffe aus der Erweiterung. Na, wo ist er hin? Er sollte eigentlich hier hinten rumoxidieren. Wird er wahrscheinlich... Ah, da ist er doch. Er stirbt einfach viel zu schnell. Stück doch einfach. Oder ich schmeiß mich runter. Oh, ich trottel. Sei vorsichtig da draußen. Wie kann man sonst die Nachricht anhören? Sie hat gesagt, ich sollte zur Vorstandsebene gehen, dass es dort sicher wäre. Der Werkschutz hat sie abgeriegelt, aber der Weg dahin, das ist das Problem. Sie hat gesagt, die Sache wird bald unter Kontrolle kommen, dass sie externe Unterstützung angefordert haben. Das zeigt nur, wie ernst die Lage ist, wenn sie um Hilfe von draußen bitten. Aber weißt du was? Ist okay. Wenn die alles unter Kontrolle haben, werde ich einfach hier sitzen bleiben und warten. Es ist erschreckend genug, den Geräuschen zu lauschen. Da
Zumindest bleiben die Viecher tot, wenn sie mal tot sind. Wenn sie mich nicht wieder one-hitten. Da blockt man schon, aber bringen tut's nicht viel. Wir helfen gern. So, vielleicht kriegen wir jetzt endlich mal die Waffe. Sieht gut aus. Wenn man von denen den Schwanz kaputt macht, kriegt man das Modul. Und umso mehr Gegner man tötet, umso die beiden lassen wir jetzt in Ruhe. Sammeln abbauen. Umso mehr Schrott kriegt man natürlich auch. Da gibt es einen Multiplikator. Das haben sie auch von Lords of Fall übernommen. Da war das ja auch so.
Also es lohnt sich, wenn man länger unterwegs ist, ohne in die Medbay zurückzukehren. So, du hast auch eine neue Waffe für mich. Muss ich kurz überlegen, wo die Abkürzung war? Ich glaube, da drüben. Hier lang geht, kann man aber den Schützen hier platt machen. Da. Abkürzung freigeschaltet. Da unten geht es nicht so gut, er hat ein bisschen Kopfschmerzen. Da hilft natürlich am besten gegen die Wand kloppen. Benötigst du Hilfe, Warren? Ja, erstmal würde ich jetzt gerne mit den Leuten reden. So froh, dich zu sehen, Mann. Ich fühle mich nicht gut. Gar nicht gut. Ich brauche meine Medizin. Echt übel. Es ist Stunden her, Mann. Ich schaff's nicht ohne. Was sind das für Medikamente, die du brauchst? Ist ein Implantat. Nennt sich Modaxinol. Ohne gehe ich vor die Hunde, Mann. Das letzte Mal, dass ich da raus bin... Na, du weißt, was passiert ist. Es geht mir übel. Echt jetzt.
Ich werde versuchen. Natürlich probieren wir dir zu helfen. Ich weiß nicht, was mir das bedeuten würde, Mann. Ernsthaft. Danke. Ich weiß ja, dass ich viel verlange. Ich meine, wer will freiwillig da raus, stimmt's? Bitte, Mann. Ich will nicht krank werden. Du und Hobbs, kommt ihr klar miteinander? Puh, weiß nicht, Mann. Er wollte mir nicht helfen. Ist nur mit sich selbst beschäftigt. Ich meine, wenn er es wäre, der seine Medizin braucht. Ich meine, ist nicht so, als wäre ich hier Melo oder so. Ich muss los. Vergiss mich nicht, okay? Ich zähle hier auf dich. Na, Hobbs. Wir haben es geschafft, Kumpel. Tut gut, dich zu sehen. Und dass du mir nicht denkst, ich vergesse, was ich dir schulde. Hab das hier gefunden, ist deins, wenn du willst. Hilft dir vielleicht nicht? Hast du Davy getroffen? Jo, kann nicht behaupten, dass ich den mag. Wollte, dass ich sein Medikamententüch besorge. Klar, hab ich nie gesagt. Mann, war der sauer. Der ist bekloppter, als ich dachte, wenn er denkt, dass ich wieder da rausgehe. Irgendwelche Schwierigkeiten unterwegs hierher? Nee, war ja um die Ecke. Und ich hab'n Kopf unten behalten. Das Schlimmste sollte jetzt vorbei sein, nicht? Pass auf dich auf, Hobbs. Da kannst du drauf wetten. Tu nix, was ich nicht auch tun würde. Sie hat gesagt, ich sollte zur Vorstandsebene gehen, dass es dort sicher wäre. Der Werkschutz hat sie abgeriegelt, aber der Weg dahin, das ist das Problem. Sie hat gesagt, die Sache wird bald unter Kontrolle sein und dass sie externe Unterstützung angefordert haben. Das zeigt nur, wie ernst die Lage ist, wenn sie um Hilfe von draußen bitten. Aber weißt du was? Ist okay. Wenn die alles unter Kontrolle haben, dann werde ich einfach hier sitzen bleiben und warten. Es ist erschreckend genug, den Geräuschen zu lauschen. Geschweige denn, da rauszugehen. Hier drin bin ich sicher. Naja, das lass mal so dahingestellt. Warren, ich habe angefangen, mir Sorgen zu machen. Zum Glück bist du okay. Sagst du mir endlich, wer du bist? Sally. Ich bin Sally. Ich arbeite im medizinischen Team auf der Vorstandsebene. Ich versuche einfach irgendwie zu helfen, aber ich sitze fest. Ich bin hier oben völlig isoliert. Mal kurz Licht ausmachen. Ich sollte jetzt los. Sei vorsichtig da draußen. Na komm, dann quatschen wir nochmal mit dir. Jetzt blende ich dich auch nicht mehr so. Warren, wie läuft's da unten? Irgendwelche Neuigkeiten? Übrigens, du hast da unten Gesellschaft. Hobbs scheint okay zu sein, aber der andere... Was stimmt nicht mit Davy? Steht nicht gut um ihn. Seine biometrischen Daten sind blankes Chaos. Und er steht immer noch unter Schock. Murmelt ständig, dass er seine Medikamente braucht, aber dazu steht nichts in den Akten. Was zur Hölle läuft hier eigentlich? Es gab irgendeinen Zwischenfall, mehr weiß ich nicht. Dein Bereich ist abgeriegelt. Ich sitze oben auf der Vorstandsebene fest. Es läuft so gut wie nichts. Ich bekomme jede Menge Notsignale rein, aber du bist der Einzige, den ich erreichen konnte. Wir müssen etwas tun. Toll. Hoffe, das qualifiziert für einen Gefahrenzuschlag. Okay. Wir müssen rausfinden, was passiert ist. Und das werden wir nicht, wenn wir nur hier rumstehen. Wir stecken da gemeinsam drin. Und ob es dir gefällt oder nicht, wir sind auf uns gestellt. Jedenfalls fürs Erste. Also, Geld ist, glaube ich, das geringste Problem. Was ist mit Hobbs? Schon mit ihm gesprochen? Kaum zu glauben, dass er nur ein paar Kratzer abbekommen hat, bei allem, was er durchmachen musste. Er hat da draußen Freunde verloren. Einer wurde direkt vor seinen Augen getötet. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er sich fühlen muss. Hast du versucht, Hilfe zu rufen? Das System ist komplett abgeriegelt. Soweit ich weiß, ist es unmöglich, irgendwen von außerhalb zu kontaktieren. Und wie es aussieht, sind die meisten Kommunikationssysteme tot, abgesehen von den Servicestationen. Okay, ich sollte jetzt los. Sei vorsichtig da draußen. Dann gucken wir mal, was wir noch updaten können. Die auf jeden Fall. Arm-Modul. Ein Beinmodul. Brustmodul. Kopfmodul. Sehr schön. Einmal komplett durchgeupgradet. Oh.
Energieverbrauch Drohne minus 50%. Also ist schon, wenn man viel mit der Drohne arbeitet. Komplett Rhino-Set. Na gut, Freunde. Dann soll es auch für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Reise gefallen bis dahin. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin. Ciao, ciao.